Also wenn ich jetzt Management erfinde, was mache ich da? Was bin ich dann für die Unternehmen? Berater. Ja. Also nebenbei hat Frederick Taylor eben auch noch Managementberatung oder Unternehmensberatung erfunden. So ein großer Mann ist das. Ja. Der hat tatsächlich eine ganze, nicht nur eine Profession entwickelt, Management, sondern auch noch die Branche der Managementberatung. Nannte er natürlich Management-Ingenieurwesen. Ja. Also er nannte sich Management-Ingenieur, aber es ist, er hatte dieses gleiche Geschäftsmodell, das heute noch die Unternehmensberatung fahren. Also es gibt den Guru und dann die Junior-Berater, die Associates darunter, die Arbeit machen, hat er alles schon gehabt. Und er hat auch schon Case Studies erfunden, sagen wir mal so. Ja, also das sind dann so die Geschichten, die man über Unternehmen erzählt und was man da so verbessert hat. Hat er auch schon gehabt. Ja? Also Frederick Taylor hatte alles. Ja. Wirklich ein großer Erfinder. Manche Leute sagen, er ist wahrscheinlich die einflussreichste Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte. Ob das stimmt, das lässt sich jetzt nicht nachweisen. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass er den Nerv der seiner Zeit getroffen hat mit seiner grundlegende These. Was ist denn die These, die in Management drinsteckt? Wenn man sagt, Management ist eine Technologie von Frederick Taylor erfunden, wer von euch hat eine Ahnung, was die Idee ist, die Theorie von Management? Da waren jetzt eine ganze Menge Manager im Raum. Wer war nochmal Manager? Hier irgendwo vorne war auch so einer. Wer war hier Manager? Ja. Jede Tätigkeit lässt sich in Subtätigkeiten zerteilen. Das ist in der Tat, das hat Taylor auch vorgeschlagen. Ja, das ist aber noch nicht die Essenz. Davor braucht es noch einen Schritt. Noch was? Sie gucken so, als hätten Sie Internet zu. Achso, immer jemand anders, genau. Was könnte noch die... Also das ist sicherlich ein Teil. Also Frederick Taylor hat sicherlich vorgeschlagen, jede Tätigkeit lässt sich in Subtätigkeiten unterteilen. Und was macht man dann am besten mit der, damit die richtig effizient wird? Die Subtätigkeit? Messen, ja, aber vorher standardisieren. Also Standardisierung von Tätigkeiten. Ein großes tayloristisches Konzept. Aber davor braucht man noch eine Idee. Ist nicht ganz so offensichtlich. Es braucht eine ganz, damit man die Tätigkeiten standardisieren, hinterher messen und dann sozusagen effizient abwickeln kann. Was braucht es davor? Es braucht eine ganz grundlegende Idee. Und das ist die große tayloristische Idee. Das Tolle ist jetzt, wir machen alle Management, oder wir kennen alle Management, wir sind alle von Management umgeben. Und wenn es Krankenhausmanagement ist, wenn wir krank sind, überall ist Management, ja, und in der Schule wird auch gemanagt, drauf und runter. Die tayloristische These oder die große tayloristische Idee, die Management zur quasi Wissenschaft erhob, ja, im Industriezeitalter, das ist die großartige tayloristische Idee, dass man eine Organisation zerteilen kann oder arbeiten unterteilen kann in einen denkenden Teil und einen handelnden Teil. Und jetzt kommt der Clou: trennen. Also das Denken vom Handeln trennen ist die große tayloristische Idee. Erst wenn man das gemacht hat, kann man das, was der Kollege gesagt hat, anwenden, nämlich den nicht denkenden Teil kann man standardisieren, also die Denker standardisieren oder zerteilen erst, Sie hatten gesagt, die Tätigkeiten werden in Subtätigkeiten dividiert, also es wird hier unterteilt, die Tätigkeiten. In der Regel kommt dann funktionale Dateien dazu und dann kann man standardisieren und immer wieder wiederholen, nicht denken, wiederholen. Okay, wer von euch erkennt hier Management drin? Ist das Management oder ist das nicht Management? Ich mache euch mal ein Denkangebot. Also mein Denkangebot für diesen Abend ist, Management ist, wenn man eine Organisation teilt in einen denkenden und in einen handelnden Teil und wenn man eine Organisation teilt auch zwischen Denkern oder Denkenden und Handelnden. Also wenn man das auch personell trennt. Man trennt die Arbeit in denkende Teile und handelnde Teile. Und die Menschen, die in so einer Organisation versammelt sind, nehmen wir mal an, wir wären jetzt hier eine Organisationsmitglieder, würden wir auch teilen zwischen Denkern und Nichtdenkern. Und das ist super, weil das bringt, wenn man das beides macht, was bringt das dann? Also erstmal kann man standardisieren. Aber warum wollen wir das alles tun? Warum war die tayloristische Idee genau passend für Ihre Zeit und großartig? Was hat man dann? Das stimmt, man braucht fast keine Generalisten mehr. Das, was man an Generalistentum braucht, holt man sich von den Unternehmensberatern. Ja, also da, über den Denkern gibt es ja immer noch Managementberater, nicht wahr? Das hat ja Frederick Taylor auch noch. Also das bisschen Generalistentum kann man sich auch noch einkaufen. Also man braucht hier im Prinzip keine Generalisten mehr, nur noch Spezialisten. Und nicht mal das. Das Tollste ist ja, an der Basis der Pyramide braucht man ja gar nichts. Also Leute, die Anweisungen lesen können. Ja? Und so ein bisschen Grundrechnen vielleicht noch für die eine oder andere Situation. Also das Geniale ist erstmal, das ist ideal für Industriezeitalter, weil man weniger fähig ausgebildete Meister braucht. Denn vorher im Manufakturzeitalter braucht man diese ganzen Meister. Also
Top-Experten, könnte man sagen, die aus den Gesellen möglichst auch noch Top-Experten machen. Ganz schwierige Sache. Aber wozu das Ganze? Wozu die Maschinenorganisationen teilen zwischen denkenden Handelnden und zwischen einem Denkteil oben an der Spitze und dem nicht denkenden Teil unten? Effizienz. Also Frederick Taylor hat den Geist der Zeit getroffen, indem er gezeigt hat, wie man Höchstleistungseffizienz erzeugen kann, nämlich durch Standardisierung, und Standardisierung in der Arbeit erzeugt man durch diese Teilung. Effizienz, Effizienz, Effizienz. Und das war Frederick Taylors Hobby auch ein Stück weit. Also er war begeistert und er war eigentlich fasziniert und. Er war ein Kämpfer für den einen besten Weg. Er war der Überzeugung, dass es für alles einen besten Weg gibt. Seine Schüler sind sogar so weit gegangen, also seine Associates sind später so weit gegangen, nach Wegen zu suchen, wie man das Hemd am besten aufknöpft morgens als Mann, wenn man sich das Hemd anzieht. Besser von unten oder besser von oben. Später sind seine Gefolgschaft hat sich auch dann hier in Deutschland auch sehr stark betätigt. Es gibt also ein Küchendesign, das erste tayloristische Küchendesign, habe ich neulich gelernt, nennt sich Frankfurter Küche. Ja? Alle unsere Küchen sehen so aus wie die Frankfurter Küche, die da irgendwann dann, wann war das, in den 50ern erfunden wurde? Ja, das war die erste Küche, die so designt war, damit die Hausfrau nicht diese 6 Kilometer im Jahr oder 600 Kilometer pro Jahr zurücklegen muss in der Küche, sondern nur noch 6. Ja, also so, das war da so die Ideologie. Ja? Die Küche sollte so aussehen wie ein optimierter Arbeitsplatz in der Fabrik. Ja, also überall ist Taylorismus heute, bis in unsere Küchen ist der vorgedrungen. Ja, die Idee, dass man Dinge auch so, dass dem einen besten Weg unterwerfen soll und muss. Ja, das ist sozusagen eine großartige terroristische Errungenschaft, dieses Effizienzdenken, das in uns heute ganz normal drinsteckt. Also für uns ist das Lifestyle. Man könnte sagen, wir sind alle im Herzen auch Terroristen. Ne? Also wir wollen ja auch unsere Urlaube so effizient wie möglich machen. Alles ein Erbe von Frederick Taylor. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Oder was ist denn das Problem? Also Taylorismus war eine geniale Idee und es lohnt sich auch zu Frederick Taylor dafür zu würdigen, was er wollte. Er hat nämlich gesagt, wir müssen die Manager und die Arbeiterschaft in Einklang bringen und für beide Seiten das Beste erreichen. Wenn ihr euch vorstellt, auf dem Höhepunkt des Industriezeitalters, als Frederick Taylor lebte, und 1911 ist sein Buch, das große Buch über Management erschienen, The Principles of Scientific Management. Frederick Taylor hatte vor allen Dingen war vom Wunsch beseelt, Arbeiterschaft und Management zu vereinen im Interesse. Heute würde man das sagen, er wollte Win-Win erzielen, ja, für Arbeiterschaft und Managerschaft. Er wollte, dass alle sozialen Anspruchsgruppen, die Stakeholders dieser Welt, was davon haben. Also die Eigentümer sollten wohlhabender werden, die Arbeiter sollten besser verdienen. Das haben später seine Gefolgsleute übrigens, dieses Prinzip wurde gerne gebrochen dann später. Also man hat gerne Kostenvorteile erzielt durch diese ganze Effizienzleistung, die dann aber nicht so gerne an die Arbeiter weitergegeben. Da waren die Gewerkschaften nicht so begeistert. Alles nicht unbedingt das, was Taylor wollte. Taylor hat gesagt, wir müssen radikal die Kostenvorteile mit unseren Arbeitern teilen, die wir da erzielen. Also er war auch ein großer Gerechtigkeitsfanatiker, könnte man sagen. Ja, das hat man dann aber hinterher vergessen so ein bisschen und hat eigentlich dann eher mehr sich der Methodenseite des Taylorismus zugewandt und die Ideologie weggelassen. Wer von euch Agile macht, der kennt das sicherlich so ein bisschen aus der Praxis. Ja? Also es ist halt viel leichter, mit den Tools rumzuspielen, mit den Agile-Tools, also schöne Dinge an die Wand zu tun und so, als sich dem Geist moderner Softwareentwicklung zu bemächtigen. Also erstmal, was haben wir gemacht? Erstmal haben wir die Tools weitergeführt und weiterverfolgt. Also diese Effizienzmessung, Prozessverbesserung und so weiter und Organigramme hat man natürlich jetzt heutzutage in jedem gescheiten Laden. Wir sind alle zu großen Tayloristen geworden. Aber was ist das Problem mit Taylorismus? War eigentlich ist das ja top. Also es hat schon was gebracht. Man kann nicht meckern. Wir können nicht meckern über Taylorismus fürs Industriezeitalter. Das Problem ist... Das stimmt, der Arbeiter, erstmal das, genau. Also der Arbeiter wird von der Arbeit entfremdet, weil ihm der Blick auf das Ganze verloren geht. Das ist sicherlich da könnte man sicherlich sagen, das ist auch etwas, was Frederick Taylor nicht bewusst war in der Form. Oder es war ihm vielleicht auch ein bisschen egal. Also er hat es nicht so wichtig genommen. Ja? Für den Ingenieur, der die Maschinenorganisation optimiert, ich glaube, das war einfach nicht, da hat er nicht den Blick für gehabt, Frederick Taylor. Ne? Oder er hätte vielleicht auch gesagt, naja, bei den Effizienzvorteilen, die wir da erzeugen mit Taylorismus, ist so ein bisschen Entfremdung kein Problem. Die Leute arbeiten ja auch weniger, haben mehr Freizeit und so, also es gibt sowas wie einen Deal auch. Ja. Ich
habe mich jetzt gerade mal so ein bisschen, habe den Geist von Frederick Taylor mal so in mich einfließen lassen. Ihr habt das gesehen, wie ich versucht habe, jetzt den Taylorismus zu begründen. Aber so ein bisschen Entfremdung war sicherlich dann das Problem. Wer hat darüber einen tollen Film gemacht, schon in den 20er Jahren? Charles Chaplin. Und der Film, das, der zeigt dann den Chaplin-Clown dort in den Rädchen der Maschinenorganisation. Modern Times ist der Film, ne? Genau, also diese Entfremdung hat sicherlich stattgefunden und die ist auch allen dann offensichtlich geworden. Ja, übrigens, genau, das ist der Clou. Wir brauchen ja gar nicht mehr Effizienz. Also man könnte auch sagen, Effizienz ist trivial geworden. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen Effektivität. Da möchte ich mich jetzt mit euch ein bisschen randenken. Was ist jetzt Effektivität? Moment mal. Also Effizienz ist das Richtigmachen, also das mit wenig mein Ziel erreichen. Ja. Also Effizienz ist mit gleichem Einsatz etwas mehr machen oder mit weniger Einsatz das gleiche machen oder so, ja? Und Effektivität war? Naja, das richtige Auswählen, was man tun will. Also sozusagen das richtige Tun. Das richtige Tun, ja. Und das vor allen Dingen für immer mehr Stakeholder, beziehungsweise die auch immer anspruchsvoller sind, ne? Also Mitarbeiter sind anspruchsvoller, Kunden sind anspruchsvoller, Gesellschaft ist anspruchsvoller, die meisten Kapitalgeber sind heute auch anspruchsvoller noch als im Industriezeitalter. Gleichzeitig hat man alle möglichen Volatilitäten und Unvorhersehbarkeiten. Zack, Effizienz ist nicht mehr unser einziges Problem. Ist das okay als Definition von des Unterschieds zwischen Effektivität? Wobei ich würde eigentlich eher sagen, Effizienz war es erst und heute haben wir Komplexität als Problem. Im Industriezeitalter war immer etwas mehr, etwas günstiger, etwas besser das Problem. Und heute ist Komplexität das Problem. Das nämlich, aber da steckt das Gleiche drin. Aus all diesen Richtungen, die Ansprüche kommen, an Wertschöpfung gestellt werden und der Wettbewerb ist auch enger geworden. Also nehmen wir mal das Beispiel Ford. Ford hat quasi hat einen neuen Markt aus dem luftleeren Raum geschaffen, des Massenautos. Ja. Später ist dann welche Firma eingedrungen und hat Ford dann auch überholt nach ein paar Jahrzehnten. Mit einer Diversifizierungsstrategie, also ist nicht mehr das ein Auto für alle, sondern alle Autos für alle. Was war die Firma? General Motors, genau. Also es gab dann schon auch, also dieser Markt wurde dann zunehmend, der Markt wurde zunehmend auch dichter, heute ist er extrem dicht. Also Märkte wachsen nicht mehr so dramatisch wie im Industriezeitalter, viele stagnieren sogar, also die wachsen gar nicht mehr. Also Wettbewerb ist viel intensiver geworden. Und die Ansprüche, verschiedene Anspruchsgruppen, naja, immer stärker. Zudem haben wir auch noch ein neues Phänomen seit der Zeit von Frederick Taylor, das wir nicht unerwähnt lassen sollten. Was ist noch dazu gekommen in unserer Gesellschaft? Was haben wir jetzt noch, was Frederick Taylor noch nicht so hatte in dem Ausmaße? Demokratie. Also wenn man sich das Modell hier anguckt, da spielt Demokratie halt noch keine Rolle. Ja? Also man könnte sozusagen, Organisationen, die heute terroristisch geführt werden, sind eigentlich Demokratie, weitgehend demokratiefreie Räume. Das ist schon ein Problem. Für manche. Ja, nicht für alle so, das ist uns auch vielleicht nicht so bewusst, aber wir leisten uns da was. Wir leisten uns eine demokratiefreie Zone, mitten in der Gesellschaft. Ja. Die Organisation. Die Organisation als antidemokratisches Relikt. Das ist ganz interessant. Ne? Also zu Zeiten von Frederick Taylor war das ja noch okay, dass man sagt, ja, einige müssen auch, also die meisten können vielleicht gar nicht denken, also müssen sie auch nicht. Wir befreien sie mal vom Denken. Das war ja auch so das terroristische Ding. Also Frederick Taylor war ja da schon auch begeistert davon, dass er gesagt hat, wir befreien jetzt die Arbeiter mal von der Bürde des Denkens. Das war äußerst clever, ja. So viele schlecht ausgebildete Arbeiter, wie es damals gab, die kaum oder gar nicht lesen, schreiben, grundrechnen konnten. Es war ein Befreiungsakt. Also Taylorismus war erstmal ein Befreiungsschlag in der damaligen Situation. Die wir jetzt aber nicht mehr haben. Und deswegen ist vielleicht Management zum Problem geworden. Das ist jetzt auch ein Idol von mir. Also Frederick Taylor ist ein großes Idol von mir, aber der hier ist jetzt auch ein Riesenidol. Wer von euch hat eine Ahnung, wer das ist? Das wird jetzt schwieriger oder vielleicht sogar unmöglich, den zu erkennen. Für die Nicht-BWLer garantiert vollkommen unmöglich. Das ist einer der Motivationsforscher, der ganz großen Motivationsforscher und Motivationstheoretiker der 50er, 60er Jahre gewesen. Da gab es so ganz berühmte Namen. Einer hat eine Motivationspyramide damals erdacht. Dessen Namen kennt man noch, so wie Freud, ja, ist Maslow, der fällt eigentlich jedem dann oder vielen so ein. Maslows Bedürfnispyramide wurde damals beschrieben, ja. Das hätte Herzberg sein können, ist er aber nicht. Nein, sehr gut, genau. Herzberg hat welche Theorie aufgestellt? Motivatoren und? Ja,
Hygienefaktoren, genau. Herzberg hat, also der Frederick Herzberg hat gesagt, es gibt zwei Arten von, naja, Faktoren in der Organisation, die auf den Menschen wirken. Das eine sind echte Motivatoren, also die sind tatsächlich in der Lage, Motivationsleistung freizusetzen. Und die anderen sind nur Hygienefaktoren, also die vermeiden Demotivation. Was vermeidet Demotivierung oder Demotivation? Ist ja so ein bisschen abstrakt. Gehalt, genau. Also Herzberg hat gesagt, und das ist wunderbar, er hat gesagt, das wiederhole ich jetzt nochmal, also so heißt auch sein wichtigster Artikel aus der Harvard Business Review heißt, ich wiederhole, Geld motiviert nicht. Ja? Hat er immer wieder gesagt. Geld motiviert halt nicht, Geld ist ein Hygienefaktor. Man kann auch sagen, also Boni bringen nicht, ja? Exzessive Managementgehälter machen nicht glücklich, sie machen nur, ach, sie machen alles Mögliche, aber jedenfalls machen sie nicht glücklich und sie motivieren nicht zur Arbeit, wie wir alle wissen. Ja? Also Herzberg wird immer wieder und immer wieder bestätigt. Geld motiviert nicht. Was könnte vielleicht Motivation freisetzen? Ach, was könnte motivieren? Da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein. Aber dazu brauchen wir diesen Mann hier. Der hat das sehr schön rausgearbeitet. Wie heißt der Dritte im Bunde? Maslow, Herzberg? MacGregor. Das hier ist Douglas MacGregor. Leider, nachdem er sein großes Buch The Human Side of the Enterprise geschrieben hatte, veröffentlicht hatte 1960, ein paar Jahre danach ist er verstorben, während er sein Nachfolgebuch geschrieben hat. Insofern gibt es da relativ wenig von ihm, was man lesen kann. Aber das Buch ist großartig. Also das ist sozusagen einer der ersten Anti-Taylors gewesen. Ja? Und der hat es voll verstanden gehabt, wie tickt denn jetzt der Mensch. So. Und da möchte ich jetzt mit euch ein bisschen dran forschen.